Hallo, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 3. Ja, wir sind wieder auf The Sanctuary, werden gleich Lilith Bericht erstatten und ja, erstmal wird hier ein bisschen aus dem Inventar geschmissen. Eine nette Sniper ist das, wa? Mhm. Allerdings, die hat ja ein großes Magazin, das. Der Witch ist halt ein bisschen schwacher. Mhm. Na, dann musst du das verkaufen, oder was hast du damit jetzt vor? Ich dachte, für den Fall, dass du eins von beiden haben möchtest. Achso. Ja, nee, die Sniper kannst du gerne verkaufen. Ich lass die einfach mal spontan liegen. Das Artefakt, das könnte ich mir einmal in der Bühne schrubben. Na, siehste. Schön. Bitteschön. So, was liegt denn heute an? Ja, ab zu Lilith. Ab zu Lilith. Der Feuerhawk. Feuerhawk. Das ist ja kein Feuerhawk mehr. Ich verlaufe mich hier erstmal in diesem Schiff. Meine Schuhe blitzen. Ja. Mhm. Mein Kind hat auch so eine Glitzerschuhe. Ah nein, er hatte. Hey Killer. Die passen nicht mehr leider nicht. Danke, dass du Tennis gerettet hast. Offenbar kann ich immer auf dich zählen, was auch passiert. Ich wollte es dir sagen, aber heutzutage hat man als Sirene eine Zielscheibe auf dem Rücken. Was? Wir sollten uns um die gegenwärtige Situation kümmern. Auch wenn der Kammerjäger den Spendenaufruf der Kalypsis verhindert hat, haben sie bereits enorme Mengen an Iridium gesammelt. Sie werden es für etwas benutzen. Krass, ne? Vielleicht zum Öffnen der großen Kammer. Jetzt hat sie auch keinen Mantel mehr. Soll das heißen, die große Kammer gibt es wirklich? Ich bin ganz beim Kammerjäger. Was? Sie ich beziehe gut mich lediglich auf die vorliegenden Beweise. Lille, wenn es die große Kammer gibt, muss im Inneren eine sehr mächtige Kreatur sein. Jetzt sag mir bitte nicht, dass der Tennisprogrammierer da nicht auch ein bisschen übertrieben hat. Als sie mich gefangen nahmen, brachten sie mich in eine Festung, in der sie ihre Iridiumspenden sammeln. Was immer ihr Plan auch beinhaltet, es wird dort passieren. Dann wird das unser Ziel, Killer. Begib dich zu Rolands Grab. Und sag Warn, er soll das die Problem Raiders zusammentrommeln. Du kannst trommeln. Es sehr schlecht Wir bringen mit das Lilith jetzt zu Ende. Vergleichen, weil die da so viel dranhängen hat noch. Naja, wenn du genau hinguckst, also... Ja, nee, der von Lilith ist schon ein bisschen flacher. Also, Tennis hat schon ganz schön runde Äpfelbäckchen. Tennisbälle. Oh, Wortspiele, da fangen sie wieder an, nicht schlecht. Oh Mann, ey. Man muss auf einen anderen Planeten, oder? Ich glaube ja. Ja, ja. Pandora. Devil's Razor. Wir müssen wieder nach Pandora. Die hat die Schnellreise gerade nicht funktioniert. Markiert da die ganze Zeit was? Nee, Eden 6 sollen wir. Nee. Hä? Ja, nee, irgendeiner hat gerade wieder eine Quest markiert. Oh. Ich nicht. Ich stehe oben nur rum und. Bestätigt! Und jetzt sollen wir nach Pandora. Halt nach Devil's Razor. Oh, da waren wir ja schon mal. Double Razor. Da sind wir aber nur einmal durchgerascht, ne? Mhm. Weil ich hatte nämlich zwei Quests irgendwie. Ja. Können wir jetzt ausführlich über die Rasierklinge springen? Wortspiele sind mein Metier. Wortspiele. Die schlechten. Ja, definitiv. Ja, die schlechten. Nicht die guten, die schlechten. Die schlechten. Wenn es einen gibt, der dafür bekannt ist, Stats der Tage. Ja, auch der Dennis mag die Tennis. Oh, wow. Ja, aber... Gar nicht so falsch. Holt euch hier rauf. Man
mal einer diese Knarre anklären? Giganten. Also die Scheiße, die muss ich unbedingt ausdrücken. Gerade rechtzeitig, Kammerjäger. Ich dachte, wir wären Geschichte. Nein, nicht so schnell. Zeit, die Crimson Raiders ein für alle Mal platt zu machen. Taryn, schick Raiden. Ich salbe dich, Verwüster von Rolands Schimmelkiste. Wohoho! Iridium, scheiße ja! Geh hin und vernichte mein Gladiator, dein zukünftiger Gott befiehlt es! Was zur Hölle? Es ist ein Leuchtender! Gesehen? Der steht hinter mir. Ach, da oben. Der steht hinter dir, Siri. Jetzt. Jetzt ist er markiert. Das war's schon mit dem Klappspark. Raiden! Ach, verdammt! Ach, egal. Reden wir, Bro, Klartext! Der hat nicht mehr ordentlich Loot fallen lassen, der... Ich muss ganz kurz mal die eine Pistole hier wegmachen. Das ist hier, Achso. Warte. Hier. Mhm. Die schießt völlig kacke. Ach, war das nicht die, die ich euch gestern hingeschmissen habe? Ja, ja. Ich dachte, oh, probierst du die mal. Aber die ist völlig kacke. Kannst du ja verkaufen. Die schießt so, sondern Dinge, die immer nur nach unten fallen irgendwie. Okay. Aber die treffen nicht. Also. Weg ist er. Ein Kammerjäger? Ganz gleich, worum es geht, ich war es nicht. Oder doch, falls es cool war. Ach, bist du der Lord des Gags? Ne? Den Namen habe ich seit 7 Jahren nicht gehört. Du hast ernsthafte Lag-Probleme. Ich heiße nur noch Edgren, aber die Tyrannei herrscht noch immer in Pandora. Ich spreche vom teuflischsten aller Feinde. Was? In der Nähe ist ein Hyperion Econet Hub. Du musst dorthin und diesen Dämpfer zerstören. Ja, bitte. Ich hab doch hier gerade ein Auto fahren sehen. Hä? Ach, da hinten fährt ein Auto. Ganz da in die Richtung. Wieso? So, dann sind das wahrscheinlich die NPCs, ne? Ja, nicht geil. Attacke! Kanacke! Rausgeschnitten! Instant! Das war auch ein schlechter Wortwitz, deswegen. Halt! Ja. Echt jetzt? Fress Geschütze, ihr Arschwaffel! Deine Mutter ist eine Arschwaffel mit Käsekuchen. Ich hab mich schon gefragt, wo die hin sind. Bis später, Crimson Verräter! Rückzug zu Rolands Grab! Das war einer. Instant. Wo ist denn jetzt Roritz sein Grab? Das ist jetzt Roritz sein Grab? Wir können die Festung der Kalypso nicht erreichen, ja, solange diese, Geschütze aktiv sind. Ich kann sie vielleicht per Phasenverschiebung ausschalten, aber dafür brauche ich meinen Iridium-Verstärker. Er ist in einem Geheimlabor unter einer alten Dahlmine in der Nähe. Worm zeigt dir den Weg. Dass die immer so dicht an die Kamera geht, dass man nur ihre Augen sieht, ey. Ach, du hattest Augen gehabt? Ich hab gerade gar keine Cutscene gehabt. Ja. Ja, das war, nee, das war nur das übliche... Ja, aber das hab ich irgendwie, seitdem wir Koop spielen, die letzten Pandora's Male gar nicht mehr gehabt. Mit 14 Jahren anfangs hatte ich das, aber irgendwie war es weg irgendwann. Pro-Gamer? Wenn du mich in echt tötest, bin ich beeindruckt. Das ist ein angesehener Berufszweig. Und ich war der Beste. Sogar besser als Handsome Jack. Diese
Dieser Möchtegern hat jedenfalls nicht gerne gegen Kids verloren. Deshalb hat er einen Echo-Dämpfer installiert, den Uktak. Damit hat er seine eigene Leitung beschleunigt und die anderen verlangsamt. Ganze Millisekunden-Lag. Es war ein Gemetzel. Okay, das ist scheiße gelaufen. Aber solange du überlebt hast, haben wir noch Hoffnung, Bro. Bro. Also, das ist ein bisschen komisch. Ein Geist in meinem Kopf hat mir gesagt, du bräuchtest Hilfe dabei, in die alte Dahlmine zu gelangen. Mhm. Ich helfe dir. Eine Sekunde. Cardio leben! Wirkt mein Hintern aus deiner Sicht fett? Ja. Fast geschafft! Du bist voll der Fettarsch, Warren. Zur Mine geht's da lang. Ich will mit. Wartet. Mit. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hab Angst. Lost in Space. Bitte sehr. Gute Jagd. Dankeschön. Jetzt dorthin. So, jetzt habe ich die Trishtakanava auch. Ja, jetzt hatte ich sie auch mal gehabt, aber meistens ist es irgendwie weg. Man kann nicht im Fahrzeug. Bereit loszulegen? Ja, ich würde gerne aussteigen. Genau, geht. Dann mach das doch. Hat sie gerade nicht gemacht? Hä? Ich bin in einem Fahrzeug? Das war der coolste Albtraum auf Rädern, den ich je gesehen habe! Nee. Reise und abgebrochen, weil ich gerade im Fahrzeug war. Hä? Okay. Spiel! Weil das Fahrzeug wahrscheinlich zu nah dran stand. Bugs! Ist ja ekelhaft. Genau, Bugs. Was Bugs macht ihr Bunny. Bugs da nur? Man weiß es. Als die Sirenenkräfte zum ersten Mal manifestierten, wusste ich, dass ich einen geheimen Bereich bräuchte, in dem ich mit ihnen experimentieren könnte. Einen auf Iridium basierenden Verstärker für jeden sichtbar zu benutzen, würde unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Na, da kommst du nicht rein. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, die Hufe zu schwingen. Hast du Hufe? Die meisten Leute sind ehrlich gesagt nur eine sinnlose Ansammlung von Formen und Farben für mich. Als meine Kräfte zum ersten Mal erwachten, war es, als würde die Elektrizität einer ganzen Stadt durch meinen Körper strömen. Ich legte meine Hand auf eine Waschmaschine, um ihn festzuhalten, und sie ist direkt explodiert. Wochen später haben wir noch einzelne Socken gefunden. Mir war klar, dass ich diese neuen Kräfte nicht kontrollieren konnte, also musste ich einen Ort finden, wo ich niemandem Schaden zufügen würde. Deine Mutter. Ist bestimmt Moxie. Mhm. Die Mutter von Tennis und Firehawk und überhaupt. Die Kammer ist in Moxie drin. Moxie ist von jedem. Ja, irgendwie gefühlt schon. Irgendwie mit jedem jemand verlangt. Ja. Hinter uns ist noch irgendwas. Da oben. Jetzt ist es weg. Das war eine ganz miese Idee. Was für ein schöner Tod. So belebt. Ja. Du näherst dich einer historischen Markierung von Typhon de Lion, dem ersten Kammer. Leda war eine Atlasforscherin. Alle in ihrem Team waren tot, aber das hielt sie nicht auf. Sie brauchte einen Einheimischen, der ihr den historischen Ort zeigen konnte. Und ich half nur zu gerne. Ein einheimischer Kackefarmer. Vor allem schwitzte sie nicht so stark. Und sie konnte ein. Dieser Weg ist auch blockiert. Ich schätze, es ist meine Aufgabe, dir den Weg zu weisen. Du musst eine Möglichkeit finden, diese Transporter. Erfolg! Ah, diese Fernsteuerungskiste macht echt Spaß. Oh, stimmt. Lilith lobt dich immer, oder? Sekunden. Gut gemacht. Ja, das genügt vollkommen. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Einfach nur Panne, wie alle. Empathiegefühl.
Ja. Ja. Aber ich fand ihr sehr schön. Das, ja, ne, das hatte so ein bisschen was von. Es scheint unzerbrechlich zur Zeit, dich zu knacken. Das hat sie sicherlich direkt aus ihrem Hintern geholt. Dem Arsch kann ich mir das gut vorstellen. Ich will jetzt mit der Lore fahren. Schiebt die mich an? Ja. Bist du fett? Ach ja, die klemmt. Du kannst hinlaufen, wo du willst. Meine Kugel treffe ich da auf. Gewinnt. Oh mein Gott. Das ist die richtige Einstellung. Wieso brauchst du den? Nein, ich hab nur gesagt, das war mal ein Badass. Achso, das ist mein Badass. Das klang so traurig, als wenn du gerade aufs Spiel gestorben bist. Okay. Weil ich mal mein Badass getötet habe. Ja, mein Badass getötet. Badass, da fällt mir wieder ein Tennis. Tennis, dachte ich auch gerade. Wow. Tennis ist der Badass. Ja. Willkommen bei Let's Play Knackarsch. Die Miene meines Ex-Arbeitgebers machen mich nostalgisch. Ah, die gute alte Zeit, als ich eine ehrgeizige Forscherin war. Angetrieben allein durch grenzenlose Kreativität und nicht eingeschränkt durch archaische Konzepte wie Ethik. Mhm. Ich bin soweit immer noch nicht eingeschränkt. Nee. Ja, auch, ja. Ethik sollte bei dir eigentlich kein Problem sein. Tennis hat eher eine Ähnlichkeit mit einem Roboter vom Gefühl her als alles andere. Ne, die ist ein bisschen wie Bishop aus Alien. Nur heißer. Das liegt im Auge des Betrachters. Leute, die ich glaube, ich kann das jetzt zerbrechen. Was ist er noch? Was ist das hier? Hexenreiter. Woher weiß denn die Uschi eigentlich, dass dein Vieh weiblich ist? Die hat nämlich zu deinem Tier gesagt, ich mach dich fertig, Schlampe. Tja, man weiß es nicht. Schnell mal geschleckert. War das Beinchen gehoben und geprüft, oder was? Mhm. Claptrap. Ja, Crew-Herausforderung, töte Claptrap. Ah, hast du etwas für mich gefunden? Ups. Es ist Zeit zu kämpfen. Dann ist es dann da. Verteidigen. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Als mir. Mhm. Vor allem das Lustige ist eigentlich, dass wir die ganze Zeit so diese ganzen Witze alle reißen können, weil guckt ja eh keiner zu. Das
sagst du? In 5-6 Monaten, wenn es ausgestrahlt wird, hast du bestimmt 10.000 Abonnenten. Ja. Gut, nach der Folge wahrscheinlich nicht mehr, aber ist egal. Genau. Nur kurz, oh, der macht voll den coolen Content. Oh nein, er macht scheiß Content. Was ist das jetzt? Ich schreibe ihn mal in die Kommentare, er sollte mal sowas definitiv nicht machen, sonst deabonniere ich ihn. Der hat genau das gemacht, was ich... Was ist das? Fahren wir jetzt Hunde, Nein. Ihr wartet bitte noch auf mich. Ich bin am Loop. Dieses Ende war unvermeidlich. Fahren wir mal kurz wieder rum. Wir wollten nur die da oben steht. Ja, da stand noch eine Hexe. Genau. Guten Tag. Unglaublich. Ah! Vor allem dieser Fahrstuhl fährt so unglaublich langsam. Ja. Überquere die Hochbrücke. Wir müssen meinen Iridium-Verstärker finden, um eine Chance gegen diese Geschütze zu haben. Vielleicht könntest du da auch mal selber machen. Nur Scheiße drin, ey. Ja, grün und weiß. Ja, da war zwar auch was Lilanes, aber selbst das war voll Schrott. Ups. Was? Bist du runtergefallen? Ja. Ich vermisse den Nervenkessel der Jagd. Das war teuer. Ach, du bist gestorben dabei? Ja. Das Aufspüren. Wir schicken die Fahrstuhl. Wir waren gute Wie teuer Beute warst du? 27.000. Und jetzt na, das geht doch noch. Ich habe gestern zweimal knapp 50.000 bezahlt. Der es keine 5 Minuten aushält, ohne das Wort Blut zu brüllen. Blut! Blutfeder! Oh, du hörst tatsächlich zu. Ich dachte, du würdest mich ausblenden. Blutalbtraum! Na so. Klar. Sieht aus, als hätte ich dich weiter am Hals. Ja, er ist da wirklich runtergefallen. Ist der Mac zu schwer oder was? Ich hab keine Ahnung. Die ist gerade. Der Jump hat angefangen und dann hat's ihn wieder abgebrochen. Warte, ich aktiviere den Wiederbeleber. Wenn er jetzt runterfällt, kommst du auf unsere Seite wieder. Ah, oh, geil. Ich sprech ab, ey. Dieser unglaublich schnelle Fahrstuhl. Ja, Zeit war zu trinken. Oh, Scheiße. Keine Rückerstattung. Komm, hast du. Nee, du hast immer noch das Schild, was dir live klaut, ne? Ja. Du hast deine Nase für Schätze, also, wie ich sehe. Die Fähigkeit. Was? Wie viel Schild hat denn dein Ding? 3500 dann. Moment, ich hab 1769. Komm, dann nimm dir den hier, ey. Hi! Ah. Dankeschön. Aber ich kann es gar nicht sehen mit dem Leiter. Nicht so schlimm. Wie gesagt, das Live verändert sich nicht, weil, kann ich dir sagen, bei deinem Skill oder was? Genau, bei meinem Skill, wo waren der nochmal? So, statt dass wir das Schild, was dir das die ganze Zeit abzieht. Nein. Was war das denn? Der Skill, der einen Live klaut, ist ja doof. Aber Genau, ein Teil von Moos Gesundheit wird reserviert und kann nicht wiederhergestellt werden, aber ihr maximaler Schild wird gleichermaßen erhöht. Okay. Das heißt, sozusagen, ich habe jetzt 20% weniger Life, aber dafür 20% mehr Schild. Mhm. Okay. Und das Coole ist ja halt, dass sich Schild ja schneller auffüllt als Life. Jupp. Hier ist auch noch ein Nebenquest. Wollt ihr die auch machen? Natürlich. Alles 100% Completion.
fühlt sich dein letzter Atemzug an? Grüß tot von mir. Jo, ich muss hier weg. Immer ein Parax im Ärmel. Ganz viele Viecher hier. Stellen die da? Ja. Ein Kopf ohne Körper. Das darf nicht sein. Ah, verdammte Wackel! Mir geht's gut. Was für ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. Ich bin Bryn. Nachkomme von Alkonos, der legendärsten Forscherin der Galaxie. Au. Richtig. Naja, ist ja auch egal. Ich strebe nach einer Wiedervereinigung mit Alkonos, aber mein Kopf wurde von diesem fiesen Boss jetzt vom Körper gerissen. Er ist gleich hinter diesen Türen. Dabei. Irgendwo ist ein Hebel, aber bis ich mit meinem Gestell wieder vereint bin, der hier vorne? Musst du meine Arme sein. Das ist ein super Badass. Ja, ich frag mich nur, warum der hier vorne rumläuft. Weiß ich nicht, aber den haben wir jetzt hart penetriert. Alter, Waffen regnen. Echt? Nur ein Artefakt. Ich hab einen Skin. Das ist alles nichts Besonderes. Irgendwas ist da runtergefallen, was ich nicht identifizieren konnte. Herausragende Arbeit. Und jetzt komm ich holen. Vielen Dank. Und wenn du jetzt mein Gestell findest, werde ich dich mit Geschichten von Alkanos Abenteuern erfreuen und von dem Schatz, den ich suche. Ihr Gestell? So, wir müssen hier weiter raus.